Willkommen bei Metabolismus TV, deiner Quelle für korrekte Informationen über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Kalorienzählen verursacht einen langsamen Stoffwechsel. Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel, und ich möchte dir erklären, wie das Zählen von Kalorien, das Machen von Diäten, das Hungern durch Kalorienzählen einen langsamen Stoffwechsel verursacht, was dich dann daran hindert, abzunehmen, also deinen Stoffwechsel beeinträchtigt. Ich gehe kurz zur Tafel, um dir das zu erklären. Es ist leicht zu verstehen. Schau mal. Fettleibigkeit hat hauptsächlich und primär mit einem sehr wichtigen Thema zu tun. Es nennt sich Insulinresistenz. Fettleibigkeit hat mit Insulinresistenz zu tun. Der Körper ist so, hier ist die Bauchspeicheldrüse und diese Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. Warum erzeugt Brot Insulin? Nun, Brot erzeugt Insulin, weil es die Glucose erhöht. Wenn du Brot, Mehl, Reis, Kartoffeln, Süßigkeiten isst, die Lebensmittel vom Typ E sind, die E sind, weil sie Feinde der Diabeteskontrolle sind, die E sind, weil sie Lebensmittel sind, die dick machen, dann erhöhen diese Lebensmittel die Glucose. Um die Glucose zu senken, hat der Körper keine andere Wahl, als Insulin zu produzieren. Nun, wenn es zu viel Insulin gibt, Insulin, 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 entwickelt der Körper das, was man Insulinresistenz nennt. Also hat Fettleibigkeit im Grunde mit Insulinresistenz zu tun. Jeder, der ein bisschen undick ist, hat Insulinresistenz. Warum? Weil ich sonst nicht dick sein könnte, oder? Es ist unmöglich. Also immer wenn du eine Bedingung der Fettleibigkeit hast, sprichst du davon, dass es eine Insulinresistenz gibt. Jetzt schauen wir uns den Begleiter der Fettleibigkeit an. Warum verursachen Menschen, die Kalorienzähldiäten machen, einen langsamen Stoffwechsel? Nun, aus folgendem Grund. Der Hunger, der treibende Motor ist, der dich zum Essen bewegt, der dich dazu bringt, die Diät zu brechen, wird von einem Hormon namens Leptin kontrolliert. Leptin, Leptin. Leptin ist ein Hormon, das, wenn der Körper viel Fett hat, je mehr Fett er hat, desto mehr Leptin produziert. Was macht die Leptin? Leptin gibt dem Gehirn ein Signal, dass viel Energie im Fett verfügbar ist. Leptin wird von Fett produziert Leptin, es ist ein Hormon. Und dieses Hormon, das vom Fett selbst produziert wird, signalisiert dem Gehirn, hey, hier gibt es viel Fett, iss nicht mehr. Aber was passiert? Die Menschen, die eine Kaloriendiät machen, denn die Kaloriendiät sind Diäten des Hungerns. Was ist eine Kaloriendiät? Eine Möglichkeit, Hunger zu leiden, besteht darin, dem Körper keine gute Nahrung zu geben, sondern Kalorien zu zählen, auch wenn man hungrig bleibt. Wenn der Körper hungert, hören die Fettzellen automatisch auf, Leptin zu produzieren, sobald sie erkennen, dass der Körper hungert und das innerhalb von 12 Stunden. Wenn man eine Kaloriendiät macht, geht das Leptin in den ersten 12 Stunden auf Null. In den ersten 12 Stunden hat man noch nichts abgenommen und wenn man angefangen hat, eine Diät von sagen wir 1000 Kalorien zu machen, hat man in den ersten 12 Stunden noch nichts abgenommen und die Leptinproduktion, die das Fett in deinem Körper hatte, ist bereits auf Null gegangen. Da es auf Null gegangen ist, gibt es jetzt keine Kontrolle mehr über den Hunger. Da es keine Kontrolle über den Hunger gibt, meldet der Hunger sich. Der Mangel an Leptin meldet sich im Gehirn. Das Gehirn meldet sich bei der Schilddrüse. Und die Schilddrüse, die hier ist und den Stoffwechsel kontrolliert, was macht sie, wenn sie sagt, dass wenig Energie vorhanden ist? Es spart Energie und wenn es Energie spart, verbrennt es jetzt kein Fett. Also kannst du im Grunde eine Diät machen und hungern. Aber mit Kalorien, aber das wird mehr Hunger verursachen und einen langsamen Stoffwechsel verursachen. Also, wenn du viele Kalorienzähldiäten gemacht hast, möchte ich, dass du weißt, dass die Kalorienzähldiät das ist, was dich daran hindert, abzunehmen und deine Figur und Energie zurückzugewinnen. Besser noch, lerne deinen Stoffwechsel zu verbessern, lies dieses Buch Die Macht des Stoffwechsels, besuche Metabolismus TV, finde heraus, welchen Nervensystemtyp du hast, mache keine Kalorienzähldiäten, stelle deinen Stoffwechsel wieder her und du wirst sehen, dass du keinen Hunger leiden wirst und die Figur haben wirst, die du haben möchtest, und die Gesundheit, die du verdienst. Und das sage ich dir, weil die Wahrheit immer siegt.